Ich denke mal, bei einer Sache sind wir uns alle einig. Eine gute Fußballmannschaft ist viel mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Blickt man auf den Kader von Erzgebirge Aue, sieht man ein relativ junges Team mit viel Potenzial. Aber individuell könnte man bestimmt darüber sprechen, dass andere Teams deutlich besser besetzt sind. Und dennoch kann man auf jeden Fall sagen, dass Erzgebirge Aue zu den Gewinnern der ersten beiden Spieltage zählt. Zwei starke Leistungen, 6 Punkte und der Gruß fast von der Tabellenspitze. Daher stelle ich mir die Frage, die ich auch mit diesem Video beantworten werde, ob Erzgebirge Aue wirklich zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg zählt. Gleichermaßen ist natürlich noch fraglich, inwieweit man die aktuellen Leistungen konservieren kann. Um das Ganze zu beantworten, möchte ich auf die taktische Ausrichtung des Teams blicken, mit Fokus dabei auf die Partie gegen den VfL Osnabrück. Und ich war wirklich, wirklich beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. So viel kann ich an der Stelle vorwegnehmen. Wenn dir Videos dieser Art gefallen und du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, lass doch gerne ein Like da. Und möchtest du nichts mehr verpassen, ist ein Abo bestimmt das Richtige für dich. Aber blicken wir an der Stelle wieder auf Entscheider mit tatsächlicher Fachkompetenz. Pavel Dotschev ist ein sehr, sehr erfahrener Trainer, der auf Drittliganiveau schon vieles gezeigt hat. Auch ist er natürlich ein sympathischer Typ und hat in Aue wohl aufgrund seiner verschiedenen Amtszeiten mittlerweile mehr oder weniger Ikonenstatus erreicht. Von den sportlichen Entscheidern in Aue erhielt er einen potenten Kader, wenn auch die großen finanziellen Mittel, die man vielleicht in der Vergangenheit im Vergleich noch hatte, in der Leonhard-Ära ein bisschen ausgeblieben sind. Insgesamt hat man weniger Geld zur Verfügung und bedient sich mehr kreativen Lösungen. Doch aktuell funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Blickt man auf den Kader, ist der eigentlich hervorragend zusammengestellt. Man hat einerseits die Achse aus erfahrenen Spielern, die in der dritten Liga einiges gesehen haben und vor allem durch ihre fußballerische Qualität glänzen, zum Beispiel ein Martin Mennel, der wahrscheinlich die größte Vereinslegende von Erzgebirge Aue ist. Auf der anderen Seite Abwehrchef Barilla, vorne dann mit Marvin Stefaniak, jemanden, der vom Flügel viele Ideen hat und als Taktgeber fungiert. Mittelfeldmotor Mönes Pepic, den ich wirklich herausragend fand. Und auch einige weitere Spieler, wie zum Beispiel Boris Taschi oder Marcel Beer, die sehr, sehr erfahren sind. Auf der anderen Seite ist der Kader natürlich bestückt mit einigen Akteuren, die vor allem Erfahrungen in der Regionalliga, teilweise auch schon in der dritten Liga sammeln durften, dabei aber relativ jung sind und durch gute technische Ausbildung bestechen. Das sind vor allem Akteure, die so Mitte, Anfang 20 sind, den Sprung in zweiten Mannschaften bzw. den Sprung aus der Regionalliga in den Profibereich nicht direkt gepackt haben und sich jetzt in Aue für mehr empfehlen. Und da hatte man ein richtig gutes Auge und bewiesen, dass man Rohdiamanten entdecken kann. Einige Spieler sind natürlich schon seit letztem Jahr dabei, zum Beispiel ein Niko Vukancic, Innenverteidiger, von dem ich viel halte, der leider aktuell verletzt ist, oder auch ein Sean Seitz, der sich immer wieder als ordentliche Option herausgestellt hat. Auch in diesem Sommer hat man sich in dem Bereich wieder verstärkt, zum Beispiel Mika Klausen geholt, der von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli kam und in den ersten Spielen schon auf sich aufmerksam machen konnte. Ein Ricky Bornstein aus Fürth, der sich in der ersten Mannschaft nicht durchsetzen konnte, beziehungsweise keine Chance bekommen hat, aber in der Regionalliga gute Leistung gezeigt hat. Oder auch Pascal Fallmann, den man jetzt von Rapid geholt hat. Der war, glaube ich, vorher bei Freiburg 2, hat also schon gewisse Drittliga-Erfahrungen gesammelt. Aber insgesamt hat man da eben eine Vielzahl an Spielern, die genau in diesen Altersbereich fallen und die an sich großartige Anlagen haben. Außerdem muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass man sich im Vergleich zum letzten Jahr fußballerisch klar weiterentwickelt hat. Die einfache Struktur, die man teilweise in der letzten Saison noch hatte, ist ein bisschen komplexer geworden und es sind einige Elemente dazugekommen. Was auch besonders auffällt, sind die Automatismen, die einfach klicken. In der Truppe funktioniert vieles. Spieler trauen sich ins Dribbling zu gehen, Spieler spielen teilweise Hackenpässe und es wirkt alles wie aus einem Guss. Das ist hervorragende Arbeit des Trainerteams und zeugt von einer eingespielten Mannschaft, die viel Selbstvertrauen mitbringt. Den Fußball von Aue kann man wohl durch zwei Dimensionen kennzeichnen. Intensives Anlaufen und harte Arbeit gegen den Ball auf der anderen Seite und offensiv eine gewisse Flexibilität, Überladen und der Fokus auf das Spiel über die Flügel. Fangen wir in der Defensive an. Was herausragend funktioniert hat, ist das Anlaufverhalten, das Spiel gegen den Ball. Grundlegend präsentiert man sich dort in einem 4-1-3-2 und agiert relativ aggressiv gegen den Ball. So stellt man den Gegner im Aufbau zu, läuft hoch an und versucht, die Kugel möglichst früh zu erobern und den kontrollierten Aufbau des Gegners komplett zu verhindern. Gegen Osnabrück zeigte das viel Erfolg und man behinderte den VfL immer wieder dabei, ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Aus der angesprochenen 4-1-3-2-Formation lenkt man dann den Gegner auf Außen. Dort unterstützen die Außenverteidiger neben den Akteuren, die eh schon da sind, und erzeugen so Überzahlsituationen in Ballnähe. Das Ganze lässt sich schwer überspielen, aber in den größten Stärken liegen bekanntlich auch große Schwächen. Ich meine, im Fußball gibt es auf diesem Niveau nichts, was sonderlich overpowered ist, sondern alles, was man macht, hat auch seine Nachteile.
Wenn es dann tatsächlich ein Team gibt, welches es schaffen würde, das Pressing von Aue konsequent zu überspielen, dann ergeben sich immer wieder Überzahlsituationen. Die Restabsicherung ist dann eben nicht so hoch gestrickt, weil ja viele Akteure aktiv am Pressing beteiligt sind. Das ist bisher in beiden Saisonspielen aber wohl recht selten der Fall gewesen. Und so hat das Ganze wunderbar funktioniert. Und offensiv bzw. im eigenen Ballbesitz zeigt man sich sehr flexibel und bringt viele, viele gute Ideen mit. Prinzipiell spielt man einen engen 2-3er-Aufbau von hinten heraus. Eine kleine Besonderheit ergibt sich hier anhand der Spieler, die das mit Leben füllen. Spielmacher Mirnes Pepic orientiert sich weit nach hinten, besetzt leere Räume und wird immer wieder angespielt, um das Spiel von selbst aufzuziehen. So besetzt er gegen Osnabrück oftmals die linke Seite im 2-3er-Aufbau. Natürlich steht er dann nicht am Flügel, sondern rückt ein bisschen ein, aber wie schon erwähnt, spielt man das Ganze schon relativ eng. Kilian Jakob, dessen Position das eigentlich gewesen wäre, geht häufig auf den Flügel, tauscht teilweise sogar Position mit Marvin Stefaniak, der dann als unterstützendes Element zurückkommt. Spielt Aue jetzt von hinten raus, geht der Ball oftmals zu Pepic und der ballnahe Raum wird konsequent überladen. Hier werden viele, viele Anspielstationen geschafft, um das Leder mit einigen Kurzpässen nach vorne zu treiben. Gleichermaßen hat das auch einen anderen Effekt. Konzentrierst du deine eigenen Spieler in einem bestimmten Bereich und schaffst genügend Anspielstationen, ist der Gegner gezwungen, auch diesen Bereich überzubesetzen, um defensiv da eben dagegen halten zu können. Und so schafft man es, an anderen Ecken des Platzes viel mehr Raum zu generieren. Wenn man hier einen Seitenwechsel auf die ballferne Seite spielt, schafft man häufig 1-gegen-1 Gelegenheiten. Dort ist es dann auch der ballferne Außenverteidiger, der wieder die Flügel besetzt, denn Aue zeigt im Allgemeinen sehr offensiv eingestellte Außenverteidiger, die die Wege immer wieder mit nach vorne gehen. Wie schon erwähnt, man zeigt sich dann von hinten raus sehr flexibel und hat auch ein paar kreative Elemente. Es werden die Dribblings gesucht, es werden Hackenpässe gespielt und bisher klappt das doch alles ziemlich gut. Das hat einfach ein Zeichen von taktisch guter Arbeit, auf der anderen Seite natürlich auch guten Individualspielern und viel, viel Selbstvertrauen. Wenn du dort ins Dribbling gehst, dann ist das Potenzial groß, dass ein Konter daraus resultiert, der bis zum Tor kommt, wenn du die Kugel dann wirklich verlierst. Also musst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du das Ganze dort auflösen kannst. Und mit Pepic oder Stefaniak hat man auch Spieler, die oftmals die Fähigkeit verfügen, den Gegner aussteigen zu lassen. Der Weg von hinten führt Aue dann oftmals auf den offensiven Flügel. Erstmal löst du die Situation hinten mit einigen Kurzpässen auf und dann zeigt sich der Achter mit Ball, also häufig auch Pepic, im Halbraum und hat verschiedene Optionen. Die ballferne Seite ist natürlich frei, man kann eine Seitenverlagerung spielen und hat dort gewissen Platz. Auch hat man eigentlich immer jemanden, der im Zentrum unterstützt, den Weg mitgeht und für einen kurzen Querpass in die Mitte zur Verfügung steht. Und natürlich ist auch der ballnahe Flügel doppelt besetzt. Man kann die Kugel nach außen geben und von dort dann eine Flanke schlagen. Flanken und Hereingaben sind dann auch häufig das offensive Mittel Nummer 1. Erstens wird der Strafraum hoch besetzt, weil die ballnahe Seite sich natürlich in die Mitte verschiebt. Zweitens hat man mit Boris Taschi einen Spieler, der als 10 hängende Spitze oder auch als Stoßstürmer fungieren kann, der ein recht guter Abnehmer für Kopfbälle ist. Und drittens sind auch die Spieler, die Flanken schlagen können, wie ein Kilian Jakob oder Marvin Stefaniak, mit Ball im Fuß richtig gut. Da ist der ein oder andere tolle Ball ins Zentrum mit dabei. Aber es ist natürlich nicht nur das. Aue hat im Allgemeinen noch recht viel Tempo, kann Kontersituationen ausspielen und präsentiert sich einfach sehr griffig und spielerisch stark. Da funktioniert bisher alles und es ist durchaus sehr unterhaltsam, die Spiele zu gucken. Insgesamt hätte ich natürlich nicht damit gerechnet, dass man Aue zu den Top-Favoriten zählen darf. Auf dem Papier gibt es Teams, die haben stärkere Kader, mehr Erfahrung und wahrscheinlich auch mehr Druck, diesen Platz ganz oben belegen zu müssen. Aber ich glaube, wenn man weiter so arbeitet und die Form in irgendeiner Form konservieren kann, dann werden wir Aue bis ganz zum Ende ganz vorne mit dabei sehen. Und natürlich ist der Aufstieg in so einer Liga möglich. Auch das Umfeld muss man hier natürlich bedenken. Ich glaube, viele Aue-Fans haben nicht den direkten Anspruch, jetzt schon in die zweite Bundesliga aufzusteigen, auch wenn man das natürlich gerne mitnimmt. Zudem ist es trotz der hohen Zahl an Fans und der immer überragenden Stimmung im Heimstadion relativ ruhig um den Verein. Auch der Auswärtssupport ist gut. Vielleicht hat man nicht die großen Zahlen wie andere Vereine, einfach weil man ja auch nochmal bedenken muss, dass Aue eine mega kleine Stadt ist und auch das Erzgebirge als Umfeld nicht sonderlich viele Einwohner bietet. Dennoch ist die Stimmung von denen, die mitfahren, herausragend. Ich habe das jetzt mehrmals erlebt, letztes Jahr in Duisburg, beim Landespokalfinale in Dresden und ich war immer wieder davon beeindruckt, wie laut der Auswärtsblock trotz häufig relativ geringer Zahlen im Vergleich zu anderen Vereinen, die natürlich über viel mehr Einzugsgebiet und viel mehr Leute verfügen, dann doch ist. Und auch im Heimstadion, wo ich natürlich schon ein paar Mal war, ist die Stimmung in der Regel top.
Ich glaube, das kann das Team auch tragen. Vor allem, weil man eben diesen positiven Aspekt hat, der guten Stimmung, auf der anderen Seite aber der mediale Druck sich in Grenzen hält. Wenn es bei Dynamo, Saarbrücken, Bielefeld kriselt, dann haben die Medien da ein Auge drauf. In Aue ist das Umfeld trotz einiger Querelen der letzten Jahre relativ ruhig. Und das kann sehr, sehr gut sein. An der Stelle bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weiter verläuft und ob man diese Leistungen weiterhin abrufen kann. In der nächsten Woche bzw. in den nächsten Wochen stehen viele schwere Spiele vor der Brust. Unter anderem natürlich das Pokalduell mit Gladbach, was ein Bonus ist. Es geht wohl vor allem um die Liga und das Erreichen der ersten Pokalrunde bringt ja schon einen saftigen Haufen Geld. Danach noch das Duell mit Dynamo und auch Hansa müsste in den nächsten Wochen anstehen. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was das Ganze bringt. Und ich glaube, nach 5 bis 10 Spielen hat man eine deutlich bessere Standortbestimmung. Doch die ersten beiden Partien, die haben viel Hoffnung und viel Spaß gemacht. Wie ist deine Meinung? Denkst du, Aue hatte Glück mit schwachen Gegnern und das Ganze wird nicht so weitergehen? Oder glaubst du, dass sie tatsächlich im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen werden? Schreib das gern in die Kommentare. Falls es dir gefallen hat, versehe das Ganze gerne noch mit einem Like. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonnier doch gerne. Check auch mal meinen Spotify-Podcast Erste Liebe, Zweite Liga ab. Dort quatschen wir, wie der Name schon sagt, über die zweite Bundesliga. Und an der Stelle bin ich auch raus. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Habt Spaß mit dem DFB-Pokal. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Ligen pausieren, aber Pokal ist ja auch was Geiles. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao, ciao.